Intro. Die Frau Ehlers zeigt uns jetzt, wie der Kodak Verifax Modell CSL, der einst in den 70er Jahren bedient wurde. So, also ich habe in einem Architekturbüro gelernt und in diesem Büro haben wir Ausschreibungen vervielfältigt. Dieses Gerät hatte ursprünglich noch eine Glasplatte. Unter diese Glasplatte kam erstmal die Matrize und dann als nächstes der Text, der kopiert werden sollte. Den haben wir immer auf Schreibmaschinenpapier, recht dünnes Papier, geschrieben und auf die Matrize gelegt. Die Glasscheibe wurde wieder geschlossen und hier die Zeit eingestellt. Das war so in der Regel bei dünnem Papier 10, 15 Sekunden, irgendwo in dieser Größenordnung, wurde belichtet und wenn das fertig war, kam die Matrize hier unten in diese Flüssigkeit. Wurde hier in den Schacht geschoben und entwickelt. Mhm. Ja, also man hat wie lange dauerte die Entwicklung? Das war auch nur eine kurze Zeit, also alles Sekunden. Ja. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Also ist schon ein bisschen, es ging alles sehr schnell, ja, ja. Also Schnelligkeit war gefragt bei diesem Gerät. Ja. Dann kam die Matrize hier unten rein. Mhm. So, guckte. Dann kam das Papier, was hier lag, wurde rausgeschoben. Musste auch hier drunter, beides zusammen. So, und dann beides zusammen durchgezogen. Und dann das Papier von der Matrize getrennt. Und das konnte man wiederholen? Ja, das konnte man sehr oft wiederholen. Also, was heißt sehr oft, aber das konnte man so 7, 8 Mal wiederholen. Das Thema war, man musste schnell sein. Immer wieder diese Matrize hier unten rein, das Papier raus. Und je schneller man war, umso mehr Papier konnte man. Also quasi kopieren. Es waren so 7, 8 Stück in der Regel. Das war ein gutes Maß, was man schaffte. Ja. Und das Papier, auf das man kopierte, war nicht behandelt. War kein spezielles Papier. Es war ein einfaches weißes Papier. Ja. Also was man so im Büro hatte. Normal. Das war nicht Schreibpapier. Genau. Das war nichts Spezielles. Das war ja schon durchaus ungewöhnlich für ein photochemisches Verfahren. Ja. Aber die Farbe der Kopien war jetzt nicht so tiefschwarz wie bei der Fotografie, ne? Nein, die waren eigentlich eher bräunlich. Also die Schrift war sowieso bräunlich und das Papier, sagen wir mal, weiß. Es war nicht so weiß, wie es heute ist. Und je mehr Kopien man machte, also umso dunkler wurde das, was also um die Schrift herum war. Es war bis nachher die Differenz zwischen Schrift und quasi Blattfarbe fast gleich war. Also dann war so gegen Schluss, konnte man dann auch kaum noch was lesen, weil der Unterschied nicht mehr sehr groß war. Ah, ja. Die ersten waren natürlich besser, je mehr man machte, umso schlechter wurden die Kopien. Mhm. Ja. Ja. Und sah dann auch lustig aus in so einer Ausschreibung, das war dann halt immer so ein Packen, waren vielleicht so 15 Seiten oder so, die dann ganz vielfältig gemischt waren, weil man hatte ja nicht immer nur die erste Seite alle zusammen und die zweiten, sondern man hatte auch mal die erste und mal die siebte Seite und das war dann auch. Das schwankte dann sehr in der Qualität. In der Qualität, ja. Okay, ja, da hätte ja der Chef einschreiten müssen und sagen müssen, so, jetzt müssen Sie immer die Ersten und, die Ersten und auf die Ersten. Aber, nein, das war damals. Das war einfach schon sensationell, dass man schnell kopieren konnte, dass vor allen Dingen der Lehrling ohne technische Ausbildung das in Minuten bis fast Sekundenschnelle hinbekam. Ja. Ja, wunderbar, Frau Ehlers, recht herzlichen Dank. Da haben wir ein Stück Zeitgeschichte tatsächlich noch eingefangen, weil dieses Gerät stand hier im Keller und staubte vor sich hin. Und ja, jetzt so in den Fokus gerückt, können wir eigentlich mal das Gerät wenigstens putzen, mal schauen, ob wir die Glasplatte nachbauen können. Ich müsste sehen, in Berlin habe ich noch eins. Also,